Schlimmste. Ja, servus Leute und herzlich willkommen beim nächsten Farmvlog. Heute möchte ich mich in diesem Sinne erst einmal bei euch bedanken. Wir sind jetzt bei über 120 Abonnenten. Das hätte ich nicht gedacht, also wie ich angefangen habe, hätte ich nicht gedacht, dass das so viele werden. Also ich bin davon ausgegangen, wenn ich vielleicht mal die 50 erreiche, wird es viel sein, 120, ich bin echt begeistert. Ich finde es auch schön, die Kommentare, die immer kommen, bin ich richtig begeistert davon. Vielen Dank dafür. Heute mache ich als kleines Dankeschön dafür mal den Hofrundgang, den ich versprochen hatte. Und ich würde sagen, wir fangen mal hier drüben bei der Werkstatt an. Bei unserem Schürofen. Da, wo wir ohne Heißwasser fürs Haus herkriegen. Das ist unser Waschhaus mit unserem Schürofen. Der heizt kräftig ein da hinten. Steht auch Fischer drauf. Hat aber mit uns nichts zu tun. Ja, der macht das Heißwasser im Haus. Das Wasser für die Heizungen. Das Brauchwasser für die Dusche. Und normal Abwaschwasser und dergleichen. Dafür ist alles der Ofen zuständig. Geheizt wird mit Hackschnitzeln und mit Holz. Die Hackschnitzel machen wir selber. Da haben wir einen Häcksler. Jensen Häcksler. Müsst ihr nachgucken, das steht in der Scheune. Da kommen wir dann noch dazu. Ja, wie gesagt, wir machen das alles selber. Und da hat man dann natürlich den großen Vorteil, für die Kosten deutlich günstiger. Ja, machen wir mal weiter. Hier drüben, das ist unser Holzbackofen, selber gebaut vor ein paar Jahren. Ist eine schöne Sache. Pizza drin machen, Flammkuchen drin machen, Brot drin backen, funktioniert alles hervorragend. Ich habe ja ursprünglich mal Bäcker gelernt, habe auch jahrelang in dem Beruf gearbeitet, konnte aber nicht mehr weitermachen. Und ja, damals ist der Ofen hier entstanden. Und den haben wir natürlich immer noch. Und der ist super. Das ist richtig klasse. Alles, was da rauskommt, vorzüglich. Das ist die alte Werkstatt oben. Da haben wir ein Sammelsurium noch an Schrauben und Rechenzähnen und dergleichen. Das da ist jetzt die Bulldog-Garage. Die soll in diesem Jahr neu gebaut werden. Weil die alte, wie man sieht, ist ziemlich am Einbrechen. Oben ein bisschen gerissen. Da hüben hat sie sich total gesetzt, die Tore hängen schon windschief davon. Ja, also die bricht mittlerweile in sich zusammen. Das liegt auch daran, weil eben durch diese ganze Erosion und diese Bebauungen, die oberhalb gemacht worden sind, der ganze Boden sich hebt und senkt und schippt wie verrückt, die ganzen alten Gebäude. Da siehst du es dann extrem, die sind halt da nicht nach den heutigen Standards gebaut, mit wunderbar so großem Fundament. Die Garage, die steht halt einfach auf einer Betonplatte drauf und naja, so ist es halt. Ja, hier dann das Carport, da steht mal Krame drin und eine Kehrmaschine. Die haben wir auch hier. Und weil ich den Bulldog gestern gebraucht habe, steht mein Auto normalerweise stets davor. Steht mein Auto mal hier hinten. Also wie gesagt, eigentlich steht es genau andersrum. Aber wenn die Bulldog-Garage einmal neu ist, dann gehe ich doch schwer davon aus, dass dann der Kramer wieder in der richtigen Garage steht und da dahin auch mehr Platz fürs Auto und andere Maschine ist. Wir haben ja eine kleine Baumaschinenvermietung. Das ist so eine Minibagger. Zwei Dieselstampfer, die kleinen Rüttelplatten. Die haben wir auch und eine Kehrmaschine. Die brauchen wir immer im Herbst, dass wir die Stross vom ganzen Laub befreien. Wir haben ja rings ums Grundstück Eichenbäume. Und das ganze Laub, was da anfällt, da haben wir eine Verordnung von der Stadt gekriegt. Wir müssen ohne Straßenseiten kehren. Dann haben wir unsere Kehrmaschine angeschafft, weil 500 Meter Straße, das ist natürlich mit Handbesen jeden Tag da nicht so schön. Mit der Kehrmaschine geht es deutlich schneller. Ja. Entstanden ist das Ganze dank ein paar übereifrigen Nachbarn, die sich da beschwert haben. Die haben sich aber dummerweise selber ins Fleisch geschnitten, weil wir haben die Auflage gekriegt, wir sollen ohne Straßenseite kehren. Wir haben es gemacht.
Die haben aber gleichzeitig auch ihre Auflage gekriegt, die müssen ihre Straßenseite dann auch frei halten. Das kam nicht von uns, das kam dann auch von der Stadt Kulmbach. Ist blöd gelaufen, das Laub mag zwar von unseren Bäumen kommen, aber was auf denen in ihrem Grundstück oder auf denen in ihrer Einfahrtsseite liegt, müssen die selber befreien. Kann ich nicht helfen. Selber schuld, wir kehren, die kehren halt dann auch. Oft einmal einfach rüber, dass unsere Kehrmaschine mitnimmt. Und naja, nachdem wir ja wissen, wodurch das kam, sehen wir das nicht ein, warum wir uns die Kehrmaschine aufarbeiten sollen und sollen bei den anderen kehren, also bei bestem Willen nicht. Ja, die Kehrmaschine, das ist eine alte Schörling. Wir haben vorher eine Schmidt SK 152, die war aber mittlerweile recht verbraucht, dann haben wir uns die da angeschafft. Ja, die Frontscheibe ist kaputt, aber das tut nichts zur Sache, das Ding kehrt, das Ding läuft, die fährt. Und ich denke mal, das ist eigentlich eher das, was zählt, die Windschutzscheibe, ob die jetzt dann einen Sprung drin hat oder nicht. Der spült keine Rollen, rausfallen tut sie nicht, weil die hält nichts, das ist kein tragendes Teil in dem Fall und da ist es scheißegal. Das kann irgendwann einmal ausgetauscht werden und ja, also wie gesagt, ohne Minibagger. Alter Paintjob. Ich glaube, der stammt aus den 80er oder wie das war. Ja. Aber er läuft. Muss immer mehr. Ja, auf dem Carport ist so eine Solaranlage verbaut, hat mir eventuell im Drohnenvideo gesehen. Das ist eine, wenn ich mich nicht ganz täusche, 9 kW-Anlage. Macht ordentlich Strom. A für uns hier und alles, was dann über ist, wird eingespeist ins Netz und dann passt die Sache doch auch wieder. Ja. Hier oben dann ganz normal der Ziegenstall. Den zeige ich später noch. Da kommen wir dann noch dazu. Gehen wir mal vorher noch in die Halle und in die Scheune. Weil es wird jetzt abends doch immer noch recht schnell dunkel. Und bevor man da nichts mehr sieht, hier steht dann mein Autoanhänger, die Pferdekoppel oder schaut eigentlich frisch geackert aus, aber ich setze die noch nicht um. Im Moment bleibt es wie es ist, bis das Wetter noch ein bisschen besser wird. Ja, also wie gesagt, das ist mein Autoanhänger für meinen Land Rover. Hier drüben ein Autoanhänger für den Bus. Dann der Blechgarage haben wir unten Harnix Kettendampe und ich habe meinen Steig-2-Achse hier drin stehen, der ist abgedeckt mit so einer dünnen Folie. In der Blechgarage, der schwitzt immer recht arg, dann tropft es oben rein und bevor das Wasser dann immer auf der Ladefläche steht, habe ich mal Plane drüber gemacht, dann steht es nur auf der Plane und da kann ich es einfach einmal runterlassen und gut ist, weil ich habe nicht gerichtet und ich will nicht gleich wieder kaputt haben. Also den Anhänger, der wird einmal demnächst wieder in Aktion kommen. Das seht ihr dann auf alle Fälle. Eventuell kommt demnächst da ein Video, wenn ich mit dem IHC ja Heu holen gehe, weil meine Heuvorräte sind ziemlich am Ende und ich kriege immer über einen Bekannten dann. Schauen wir mal, da nehme ich euch wahrscheinlich mit. Da unten und eine Entenweihe und das Gänsegehege. Die Gänse sind da hinten. Und eine Bauwagen ausgebaut innerher. Arme Küchen und kleine Öferle, wie so ein kleiner Aufenthaltsraum oder ein Vorwurfs Gartenhäusler könnte man sagen. Das sind die Gänse, Akka und Gunnar. Das können die gut. Ja, hier sind wir jetzt in der Maschinenhalle. Das ist die alte Maschinenhalle. Hier steht einmal unser VW-Bus. Den brauchen wir zum Anhänger ziehen. Und eine Hubmast für den Radlader und der Gitterkorb. Der Gitterkorb ist jetzt momentan fest installiert. Das System haben wir so gebaut, dass wir die Eichenbäume ausschneiden können oder Hecken ausschneiden können und hochfahren können. Hat sich bewährt. Der TÜVler hat sich's angeschaut, hat auch gesagt, das ist in Ordnung, das passt soweit. Was will man mehr? Mein Bruder ist ein neues Projekt und ein Schraubenkompressor. Wir hatten immer einen Kolbenkompressor, der wird jetzt dann irgendwann einmal ausgetauscht in näherer Zukunft. Dann kommt der Schraubenkompressor dafür hin. Das ist so eine große Rüttelplatte, eine Weberüttelplatte mit, das müsste ich überlegen, ich weiß gar nicht wie viel Kilo, ich glaube 580 oder was das waren. Jedenfalls nicht leicht das Ding. Ja, hier unten drunter. Und ein selbstgebauter Holzgreifer. Die Greifzange haben wir gekauft, den
den Rotator dazu gekauft, das hat mein Vater dann alles umgebaut und in Stand gesetzt. Und den ganzen Arm hinten dran, inklusive dem Rahmen, das ist dann alles ein Eigenbau. Ist eine super Lösung, hat Kraft ohne Ende. Und erfüllt natürlich voll seinen Zweck. Deckt den bloß wieder ein wenig ab, weil in letzter Zeit ist immer mal lackiert worden. Ja, unter der Plane steht mein Vater sein Auto. Sein Sommerfahrzeug, ein Smart Roadster. Ich gehe da mal nicht weiter drauf ein. Das ist wie gesagt nicht meine, das ist mein Vater seine. Hier drüben eine alte Drehbank. Für unsere Zwecke tut es. Ja, die Reifenmontiermaschinen. Die Reifenwuchtmaschinen, das machen wir selber. Ich habe gestern erst eine Aktion gemacht. Ich habe für einen Bekannten die Vorderreifen auf sein Ford 3000 gewechselt. Die hat er nicht mehr durch den TÜV durchgekriegt, die waren so dermaßen abgefahren. Und dann hat der TÜV-Prüfer gesagt, da braucht er neue und ich habe sie remontiert. Das ist keine große Sache, wie gesagt, mit der Maschine geht wunderbar. Und Wuchtenschlepperreifen brauche ich nicht, das ist ein Quatsch. Ja, da hinten, da steht dann noch einmal ein Zusatztank von einem Kompressor. Das ist ein Tank mit 500 Liter. Ja, in der alten Spinde waren früher Schrauben und dergleichen gelagert, haben wir mittlerweile ins Lager oben verlegt. Da hüben eins von den alten Röhrenradio. In der Maschinenhalle macht super Klang. Wenn es denn mal nicht kaputt ist, da gehört glaube ich erst einmal gründlich gereinigt. Und das unten drunter ist orange, so eine als Blockheizkraftwerk. Das hatten wir mal zeitlang im Betrieb. Jetzt haben wir die Solaranlage, ja, der Maschinenhallenölofen. Ganz normal Ständerbohrmaschinen, Schleifmaschine. Die Box, die da hinten steht, die wollte mir mal eine Bruder bauen aus. So ein kleiner Mini-Sonnenstrahlkabine. Da hat aber die Luftleistung dann von unserem Kompressor einfach nicht gereicht. Tja, und dann hat sich das halt so ergeben, dass jetzt drum liegt. Ja, hier drüben, das ist die große Halle. Der kleine Isegi, der da steht, das ist nicht unsere. Der ist für einen Bekannten, der wird umgebaut. Der braucht da doppelwirkendes Steuergerät, um später hinten ran einmal diese Holzgreifzange zu hängen. Das Projekt macht wieder mal vorne, der ist ja wie gesagt Kfz-ler. Der baut dann so Zeug dann auch gerne mal um. Und ja, dafür steht jetzt das Ding da. Aber da muss er erst einmal schauen, wie es geht. Weil ich glaube, die Anschlüsse lassen sich nicht ganz so leicht verbauen. Aber das werden wir sehen. Unterer Motor sehen. Ja, ein wenig die Rumpelkamera über auf dem Regal. Batterietester. Batterieladegeräte. Die kleine Tischkreis sehe ich. Und ein Rosenbulldog. Natürlich Glasfarben. Das war das erste Fahrzeug, das ich noch aus Glasfarben gewonnen ist. Dann kommt der Radlader. Das ist so ein wenig das Faible von meinem Bruder und von mir. Die Maschinen von Glas sind ja an sich nichts Schlechtes. Bloß die Preise, die können wir uns nicht leisten. Also haben wir halt entschlossen, dann bauen wir halt selber was. Und der alte Lack von dem Husqvarna Rosenbulldog, der war eh nicht mehr so schön. Und dann ist die Entscheidung auf den gefallen. Ja, hier drüben liegt noch eine Aggeschiene für meinen Kramer, die habe ich geschenkt gekriegt. Die gehört auch demnächst einmal dann sauber auseinandergebaut, abgeschliffen, grundiert und lackiert. Weil so kann ich die natürlich an meinem Bulldog nicht noch machen. Wie schaut denn das aus? Das kann ich nicht bringen. Ja, hier drüben halt dann die ganze Werkbank auch zu sehen. Werkzeug, was man braucht, Schlauchschraube und dergleichen und so weiter und so fort. Der Werkzeugkasten. Da hüben dann auch noch einmal ein Radio natürlich, oder besser gesagt zwei. Und ohne Flug. Der war im letzten Jahr nicht im Einsatz. Ist ein Krone Mustang Dreischabflug. Und ja, den haben wir halt auch so ein wenig in der Ecke drin stehen. Wird mit dem Kran hier immer reinkommen, weil man natürlich ein wenig ein Platzproblem hat. Eine Halle anbauen, ja, wenn man das Geld dafür hat, kann man es natürlich machen. Wenn man das Geld nicht hat, dann muss man halt mit dem Platz auskommen, den man hat. Und dann werden halt solche Aktionen wie das da drüben gemacht. Und dann hängt man halt den Kultivator einfach mal auf an die Decke. Weil da ist schließlich auch noch Luft.
Da hinten dann noch eine Noded Ugis Sämaschine, 3 Meter Sämaschine. Bei uns hat es bislang immer tadellose Dienste geleistet gehabt. Es funktioniert alles wunderbar. Und ein Feuersäg, ein großer Stahl-Eisensäg. Und die Fräsen hänge ich immer mal hinter den Kramer dahinter. Einmal, wenn ich mal Hühnergehege unten auflockern tue, nachdem da eh nichts mehr wächst, fahre ich immer mal durch. Die Hühner freuen sich, weil sie wieder aufgelockerten Boden haben. Und wir brauchen sie, um das Kartoffelbeet vorzubereiten. Dann wird der Boden schön grünlich, dann kann man schön durchfahren. Ja, und der ehemaliger Böschungsmäher, der ist umgebaut, der hat Häckselmesser drin, damit können wir unsere Hecken auch ausschneiden, wenn die zurückgestutzt werden müssen. Und ein Allgäuer A111, das war der allererste Bulldog auf dem Hof. Natürlich unser Radlader, der Atlas AR50 und unser IHC. Die Hecken unten für Bulldog, beziehungsweise momentan mit dem Wechselrahmen für den Radlader. Ja, das war eigentlich schon die Maschinenhalle. Da hinten haben wir noch eine Ecke stehen. Ja, die Stalltreppe, wenn man aufgeht. Dann hat man hier oben einen Kompressor, hat auch einen 500 Liter Lufttank. Das ist wie gesagt der alte Kolbenkompressor, der soll irgendwann dann jetzt ersetzt werden durch den Schraubenkompressor, den wir uns angeschafft haben. Ja, und das da oben ist dann so das Lager, Schraubenlager, Keilriemen, Filter für den IHC, Filter VW, Zubehör für Ford, Opel-Teile, Hanomag. Wir hatten früher mal einen Hanomag-Radlader. Da stand B6, dann ein B8. Und auch schöner Dinge, bloß zum Reparieren natürlich nicht. Und dann kam irgendwann nochmal der größere, der Zettelmeier ZL 2000. Und der ist später dann ersetzt worden durch den Atlas AR50, weil der AR50 den Vorteil hat, wir können einen Wechselrahmen dran machen und haben viel mehr Möglichkeiten mit Anbaugeräte. Das war beim Zettelmeier einfach nicht möglich. Da kann man da einen Wechselrahmen noch machen, aber die Anbaugeräte und die Wendigkeit und die Größe, das war 14 Tonnen Radlader, das ist übertrieben für uns. Haben wir nicht mehr gebraucht. Früher ist es viel zum Silieren fort gewesen. Die Bauern haben sich über Agressor ein Bulldog angeschafft und Silierschild. Und dann ist das, wie gesagt, eher weniger geworden. Ja, hier drüben liegen dann noch die alten Maschinenhallenstrahler. Das waren einmal zwar 500 Watt Strahler, die sind alle ersetzt worden durch LED. Die Aktion hat mein Bruder gemacht, der landet wie gesagt Elektriker. Und der hat alles mittlerweile auf LED umgebaut, da hat die Röhren da oben drin. Ist mittlerweile schon LED. Ja, da hinten liegen dann auch noch ein paar Motorteile. Und wie gesagt, das ist halt das Lager, Bundessammelsurium. Na, da drüben schauen wir mal lieber nicht rein, das ist Ersatzteillager, da liegen ein paar Teile vom Auto. Und vor früher unserer alten Spülsachen teilweise was aufgehoben worden ist. Oder sowas wie die Babywiege. Das ist da oben da noch eingelagert. Da steht noch eine kleine Gartenfräs. Ja, da der Allgäuer noch einmal. Das Gerät zum Licht einstellen steht da, die Kehrmaschine für unseren Balkenmäher. Wird aber eigentlich auch so gut wie nicht mehr gebraucht. Wie gesagt, wir haben ja die große Kehrmaschine, dann ist es ja spannend, warum soll man dann mit zwei Takte durch die Gegend fahren, wenn man die große hat. Jo. Weil ich das letzte Mal angeschrieben worden bin, wegen diese Fixierungseisen für den IHC. Hier noch einmal aus der Nahaufnahme. Also wie gesagt, das sind einfach bloß starke Stahlplatten zusammengeschweißt und Rundmaterial, und der Bolzen war auch starkes Rundmaterial, Schwerspannstift oben drin. Es ist nichts Besonderes, es ist halt was ganz was Einfaches, aber es funktioniert. Die Anhängeöse bzw. die Kugel, die verdreht sich dann nicht auf der Aggeschiene, es bleibt alles starr und man kann auch mal den Autoanhänger zum Rangieren ziehen. Theoretisch könnte man es sich eintragen lassen, aber wir fahren damit nicht auf der Straße, es ist bloß gewesen am Anfang.
Und der Nachbar hat im Carport oben immer den Wohnwagen geparkt und zum Neufahren war der Bulldogger einfach schneller über den Schotter. Oder auch, wenn du einfach mal ein Mini-Baguette oder hin und rangieren willst, dann brauchst du nicht mehr das Auto dafür. Geht mit dem Bulldog doch deutlich angenehmer, der hat ein wenig mehr Leistung. Ja, und das war wie gesagt das. Hier noch ein Schweißgerät. Schweißtechnik Dingi hat uns das vermacht. Oder besser gesagt, da haben wir es hergekriegt. Das Alter ist damals kaputt gegangen durch Blitzschlauch. Und dann mussten wir uns ein neues kaufen. Das ist das. Ja, also das war jetzt die Maschinenhalle. Ja, dann geht es da weiter bei unserer Scheune oder beim Stadl. Da hinten habe ich mein Trommelmähwerkstatt, das habe ich mir letztes Jahr im März gekauft. Zweimal im Einsatz gewesen. Top-Schnittergebnis, Top-Leistung. War für uns ja Quantensprung quasi in die Zukunft, kann man sagen. Wir haben die letzten Jahre immer nur mit Balken vom Bulldog gemäht. Das funktioniert natürlich auch. Aber ich habe im letzten Jahr eine Wiese mehr gehabt für uns. Und da war das eine deutliche Erleichterung. Das Ding geht wesentlich schneller. Es geht um IHC hinten dran. Das Schnittergebnis ist top, das verstopft nichts. Das rauscht da durch, die Wiesen ist sauber geschnitten danach. Also wirklich 1A das Ding. Ja, hüben dann der Schlepprechen. Dann steht normalerweise, ist aber momentan zerlegt, hier auch der Kartoffelhäufler drin, beziehungsweise das Hackgerät. Ist kombinierbar. Das war es dann eigentlich schon auf der Seite. Das andere sind dann ein paar Gartenmöbel, die wieder rauskommen, wenn denn der Sommer irgendwann mal da ist. Ja, so eine Scheune auf einer. Ganz normal ohne Kippe, den kennt ihr ja schon. Da hüben ist dann Lage, das Fenster soll einmal in die neue Bulldog-Garage integriert werden. Und unter anderem lagern da eben Smart-Teile. Bei uns in der Familie fahren ja einige Leute Smart. Und dann sind da halt einige Teile da, Ersatzmotoren und dergleichen. Wenn man mal irgendeine Kleinigkeit braucht, ist nicht schlecht. Meistens sind es irgendwelche Kleinteile, die einmal vielleicht kaputt gehen. Wenn denn mal was kaputt geht. Scheibenwischergestänge oder was, das kaputt geht. Und dann hat man sowas halt auf Reserve liegen. Ja, da hüben dann ist eine Kartoffelsteckmaschine. Ein paar so alte Leiterwägen haben wir noch. Die Leitern hängen auch noch irgendwo hier drin. Das war früher halt der Heuwagen. Da hüben dann noch ganz normal mal Presse. Die habt ihr ja auch schon gesehen in Aktion, oder zumindest habt ihr es ja mal so laufen sehen, in Aktion natürlich dann erst im Frühjahr. Da steht dann noch eine Kreiselspade und eine Miststreuer, der Ladewagen und das ist so eine Häcksler. Wird natürlich jetzt unheimlich dunkel sein hier innen, befürchte ich. Ich suche mal, ob ich mit der Taschenlampe mal ein wenig ausgeleuchtet kriege. Aber die wird zu klein sein, da bräuchte ich die große. Also ich versuche es einfach einmal. Wie gesagt, das ist so eine Häcksler. Wenn der mal in Aktion ist, dann führe ich ihn natürlich auch vor. Dann mache ich da auch mal ein Video drüber. War eigentlich eine vom Unimog von Atron. Wir haben ihn umgebaut mit Wendegetriebe, dass er um IHC ja hinten dran läuft. Das ist so eine Köhlerladewagen. Nicht mehr der jüngste. Die Pickup-Köder mal vorne die Bleche gerichtet. Aber der funktioniert auch noch einwandfrei. Krüger-Miststreuer. War dieses Jahr im Einsatz. Habe ich leider nicht geschafft. Ich bin auf der Arbeit gewesen. Wenn ich heimgekommen bin, da waren sie schon fertig. Da haben sie schon wieder aufgeräumt. Sonst hätte ich da auch ein Video gemacht. Hier steht da noch ein alter Schlepprechen. Den kann man hinten in der Bulldog einhängen. Und die Wiesen noch einmal zusammenziehen. Dann kriegt man auch die kleinen Mengen oder Vertiefungen des Heu noch raus und kann das noch pressen und mit Harm nehmen. Das ist zwar nicht, dass ich so knausern würde, dass ich gar nichts hätte oder was, aber man lässt doch ungern das Heu auf der Wiese liegen, wenn man es doch mitnehmen kann. Also wie gesagt, hier vorne dann der Schwade. Zur Fellerschwade. Wenn der in Aktion kommt, gibt es natürlich auch ein Video. Und eine Samro Kartoffelrode. Da habe ich ja schon mal ein Video davon gemacht, kann ich aber im neuen Jahr natürlich, oder im neuen Jahr, in dem Jahr, wenn er wieder in Einsatz kommen sollte, natürlich auch machen.
Dasselbe gebaute Einachser, den mein Großvater gebaut hat. Da an der Wand, das sind noch ein paar alte Bretter. Das war früher mal der Mistwagen. Der war auf Basis von der Wagenräderhüben. Mal ein Stückchen hochgehen. Überall stehen da noch so Aufbauten hier. Die Teile können alle für den Miststreuer. Der hatte eigentlich einmal ein Pickup und war als Ladewagen umbaubar. Ist bei uns aber so gut wie nie genutzt worden. Ist einfach zu umständlich das Ganze. Deswegen haben wir den reinen Ladewagen. Wenn man jetzt ein wenig hochgeht, da hinten sieht man dann noch eine alte Kartoffelschleuder von Schmotzer. Die zwei Balkenmäher. Ja, den Einachser noch einmal. Der fungiert eigentlich nur noch als Wagen, wo der Sperrmüll drauf gesammelt wird und vorgefahren wird. Hier drinnen im Stadl steht da noch eine alte Mengele Dreschmaschine. Typ Uranus 3. Baujahr keine Ahnung. Früher ist damit gedroschen worden. Die Maschine läuft bis heute. Also die ist auch immer noch funktionsfähig. Wir nehmen sie ab und an nochmal zum Getreideputzen. Aber zum Dreschen natürlich so nicht mehr. Ich meine, dafür gibt es Mähdrescher mittlerweile. Früher ist damit noch richtig gearbeitet worden. Der Vater hat gesagt, früher war das so. Da haben die das Zeug heimgefahren. Dann ist es auf dem Boden da hingeschmissen worden. Eingeführt worden in die Maschinen, gedroschen worden. Und ein Stockwerk tiefer ist es dann abgesackt worden. So war das halt früher. Es hat funktioniert. Lange Jahre. Dann haben sie irgendwann nochmal einen Bautzmäher, die hatten einen Mähbinder am Anfang. Dann hatten sie den Bautzmähdrescher mit selber angebauten Häcksler hinten dran. Und ja, später kam dann der Fahr im 750, 770. Ja, da hinten, da läuft dann noch der Seilzug von einem Heugreifer, so also Weilbach-Heugreifer hier in dem Stadl. Der befördert immer das Heu nach oben. Da oben ist dann das Heulager. Gestern also eine Heugreifer, wird gesteuert über zwei Seilzüge. Wenn man dann runter guckt, sieht man nochmal die Presse. Ja. Also so sieht es da oben aus. Die Laufkatze kann dann nach links und nach rechts fahren. Ja, dann gehen wir wieder runter. Das heißt, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich dich wieder miteinander krieg, Freund. Was magst denn du hier oben? Ja? Magst denn du da oben? Oh mei. Hundi, du bist ein alter Narr. Überall hin mitgehen. Da kommt er schon wieder. Unmöglich. Jetzt pass auf, jetzt komm ich. Wir sehen uns unten. So, einmal drüber runter. Da innen. Da haben sie mir Stroh reingeschoben. Und eine Betonmischmaschine. Und direkt voraus der Absack stand dann von der Dreschmaschine. Da hinten läuft der Motor vom Heugreifer. Der wird mit Riemen betrieben. Das ist der Motor dazu. Der Riemen läuft drauf, oben auf die Seilwinde drauf. Damit wird er betrieben. Und die Dreschmaschine wurde normalerweise mit dem Motor da betrieben. Da ist die Riemenscheibe. Da liegt der Riemen. Der geht da oben drauf. Und dann konnte man dreschen. Eventuell kommt da irgendwann einmal was. Ich kann es nicht versprechen. Ich weiß nicht genau, ob wir es im Moment in Betrieb nehmen. Weil normalerweise das Getreide ist immer so schön geputzt. Da brauchst du es nicht mehr. Wir hatten es einmal eine Zeit lang gemacht. Wir haben auch mal eine Zeit lang selber gebeizt gehabt, das machen wir aber auch nicht mehr. Und ja, also wenn es einmal in Betrieb ist, machen wir mal ein Video davon. Dreschen, wie gesagt, kann ich nichts, weil Getreide in dem Sinne haben wir nicht, was wir dreschen könnt. Aber zumindest einmal, dass man sieht, wie das Ding rennt. Und das nach der langen Zeit noch. Also das ist Technik, die ist unkaputtbar. Gebaut für die Ewigkeit. Was will man mehr? Ja, und wie man schon sieht, überall im Garten stehen Holzregale oder Holzstöße. Nachdem wir alles mit Holz heizen, muss dann auch immer gut Holz vor der Hütte sein. So, dann laufen wir jetzt einfach mal unverschämterweise unten rum zum Hühnerstall. Das ist der alte Kartoffelkeller hier unter dem Stadl. Der wird auch nicht mehr genutzt.
Da waren dann auch eine Zeit lang Getränkekeller drin. Ist aber wie gesagt mittlerweile auch nicht mehr aktuell. Kartoffelkeller ist jetzt oben unter der Werkstatt. Da war schon immer einer. Und Getränkekeller haben wir halt direkt im Haus. Das ist wie gesagt früher mal gemacht worden, mittlerweile nicht mehr. Aber das ist ja kein Problem. Ja, mein Hühnergehege. Hier eine ist schon wieder draußen. Meine Hände, die gehen gerne mal spazieren. Mein Goggel und die Hennen. Es sind ein paar Sperber, Rodeländer, Australabrennen drin rum. Die sind wie gesagt für die Eierproduktion hier da. Da nehme ich immer gerne mal was mit. Vor die Fenster ist natürlich Hafendraht, dass wenn du gekippt hast, dass da Kamada nichts reinkommt. Und wie gesagt, das funktioniert schon seit Jahren. Ich bin begeistert, seit wir die eigenen Hühner haben. Es ist einfach klasse, wenn du keine Eier mehr kaufen musst und du weißt, wo das Zeug herkommt. Mein gutes Gehege schaut zwar schlimm aus, aber das ist halt, wo du die Hühner hast. Da bleibt halt kein Gras mehr stehen, außer die Fläche wäre größer. Habe ich nicht. Dafür kriegen sie halt dann im Sommer jeden Tag einen Grashaufen reingeschmissen, den sie aufpicken können, wenn sie wollen. Und dann passt das auch wieder. Also da nochmal das Planierschild. Und ohne Entenweihe, oder besser gesagt Gänseweihe, weil eigentlich haben wir nur noch eine Ente und zwei Gänse. Aber das macht ja nichts. Ja, und jetzt gehen wir noch in den Ziegenstall. Und das war's dann eigentlich auch schon so gut wie, weil viel mehr zu sehen gibt's nicht. Und der Hof ist umfangreich, aber jetzt nicht so groß, dass ich sage, ich muss da also eine ganze Stunde spazieren gehen, um alles zu finden. Also da nochmal Holzstoß, der Schürofen, der Schlot geht hinten raus, die Werkstatt von der Rückseite. Ja, wie gesagt, dann gehen wir noch in den Pferdstall und dann war's das. So, hier befinden wir uns jetzt im Pferdestall. Hier vorne habe ich gleich mein Getreidelager für die Hühner, in der Fässer lagern wir es. Dann kommen auch die Mäuse und Ratten nicht nach. Weil wo es Futter gibt, hat man leider Gottes auch Ratten. Und um zu verhindern, dass die da rankommen, haben wir eben diese alten Regenfässer mit Deckel drauf. Und für die Pferde, für Pferdeleckerli und Pferdekraftfutter habe ich hier drüben eine alte Mülltonne. Die ist gründlich gereinigt worden. Und da ist Pferdekraftfutter drin. Das ist eine ganz praktische Aufbewahrung. Da hat man nicht das Problem, dass das Zeug angefressen wird, vor allem für Schmutzzahne zu. Und ja, es ist sauber aufgerahmt. Liegt nichts im Weg rum. Gehen wir mal einen Raum weiter. Das hier hinten ist jetzt mein Heulager. Also da habe ich meine Heubüschel. Übrigens, das da, das sind noch Niederdruckbüschel. Die haben Sisalgarn drin. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Und sind recht große, klobige Ballen. Ja, so schauen die auf alle Fälle aus. Die HD-Ballen, die ich jetzt mit meiner Presse habe, mit der AB12, sind deutlich besser. Ist deutlich schöner wie das. Ja, mein Stroh habe ich natürlich hier liegen. Muss wieder aufgefüllt werden. Dann besuchen wir mal unter Emma. Den Stall habe ich gerade fertig gemacht. Da steht unter Esala und unter Maggie. Da ist die Pferde ausgespannt. Ja. Das beherrscht er natürlich in Perfektion. Nicht erschrecken wegen die Wände. Das ist leider Gottes mein Hanna, die wälzt sich draußen im Dreck. Dann wird reingegangen, dann muss man sich natürlich irgendwo schubbeln. Das muss im Frühjahr dann, jetzt wenn es noch ein wenig wärmer wird, alles einmal frisch rausgekalkt werden. Gründlich gewaschen, rausgekalkt werden und dann schaut es hier drin auch wieder frisch und weiß aus. Ja, also das auf alle Fälle unter Emma, unter Esala und unter Maggie. Der Jogel, die Hanna und der Gandhi sind draußen, weil unter Emma, die kann nämlich, die kann Türen schließen. Ja, hier hinten habe ich meine Wasserzügel. Ist das gut? Das ist der vorne noch. Das sind zwei große Mandelwanner. Die mache ich jeden Tag frisch voll. Und dann haben sie ihr Wasser. Ja, Heuraufen für die Pferde. Die Emma mag die Heuraufen nicht unbedingt. Die hat es lieber in der Ecke. Die war so von Anfang an gewöhnt. Die hatte am Anfang keine Heuraufen. Wenn es ihr so gefällt. Ja, dann hier wie gesagt. Das ist so ein Außenstall mit Beleuchtung. Das ist ganz praktisch, wenn der Hufschmieze früh kommt, weil der kommt bei mir immer recht gern gleich früh um 8 Uhr. Im Winter ist natürlich stockdunkel dann.
Also so sieht es dann hier aus. Das ist der Offenstall, den habe ich letztes Jahr wieder schön gerichtet, dass die Pferde, nee, vorletztes Jahr war das sogar, dass die Pferde wieder schön herumtrugen haben. Vorher die Bretter, die waren recht lose, marode. Und jetzt habe ich das alles einmal neu gemacht. Schaut doch deutlich besser aus als vorher. Ja, einen Salzleckstein haben sie da. Und den Futterkübel. In dem Futterkübel ist da normalerweise immer das Futter vom Edeka, was ich kriege. Das schmeiße ich dann immer da rein, dann ist es nicht so durch die Gegend geschmissen und die freuen sich. Dann werden wir mal die Pferdchen wieder reinlassen. Na. Dass die nicht länger ausgespart sind. Also das war wie gesagt der Pferdestall. Und das war jetzt die Hanna. Ja, das war auf alle Fälle der Pferdestall. Da habt ihr mal gesehen, wie es hier ausschaut. Und ich hoffe, der kleine Hofrundgang hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Habt ihr mal alle Gebäude gesehen. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus.